Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen, längst überfälligen Ankündigungsvideo bzw. Infovideo vielmehr. Denn ja, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, sind ja in den letzten Wochen nicht wirklich Videos auf dem Kanal erschienen. Und ja, das hat natürlich Gründe. Zum einen, wie ich ja erwähnt hatte, die Krankheit. Ich war für ein paar Tage wirklich außer Gefecht und konnte dementsprechend nicht aufnehmen. Das hatte ich ja bereits gesagt als Grund. Danach gab es dann eben die Weihnachtsfeiertage und die Arbeit zwischen den Feiertagen und Silvester und so weiter und so. Ja, ging die Zeit dann irgendwie flöten und ich kam einfach nicht dazu, wirklich aufzunehmen. So, das heißt mal so als kleine grobe Whenever I Begründung. climb, I'm followed by a dog called Ego. Friedrich Ja, Nietzsche. und ich habe vorhin das Video schon mal aufgenommen, da habe ich aber gleichzeitig gespielt und gequatscht. I'm gonna let you be for a little bit. Ja, und das hat irgendwie nicht so ganz geklappt. Jetzt quatsche ich quasi über das schon aufgenommene Bildmaterial von Getting Over, damit ihr ein bisschen was zu gucken habt, während ich erzähle. Und ja, dieses Spiel habe ich gestern schon im Stream ein bisschen gespielt. Es ist auf jeden Fall, es hat ja, man Salzfaktor, sagen wir es mal so. Gut. So, während ich da rumstruggle, erzähle ich euch jetzt ein bisschen, was ich mir so für Gedanken gemacht habe über den Kanal und was ich so vorhabe und wieso meine Ideen sind. Und zwar hatte ich jetzt überlegt, ob ich den Wochenplan nicht einfach komplett rausnehme. Denn ich fand das jetzt so ein bisschen doof, dass ich das Gefühl hatte, dem nicht mehr ganz gerecht werden zu können, weil ja, der schon relativ straff jetzt war, auch gegen Ende. Und dann, ich meine, so, ich würde das wahrscheinlich noch irgendwie hinbekommen. Das Problem ist aber, dass wenn dann mal, ja, und schon bin ich wieder unten, wenn dann mal was passiert, wie zum Beispiel Krankheit, dann komme ich da nicht mehr hinterher. So, das heißt, jedes Mal, wenn dann irgendwas dazwischen kommt, müsste ich dann sagen, ja, sorry, ich kann mich nicht an den Plan halten. Und das finde ich irgendwie unfair und finde ich auch nicht irgendwie so ganz Sinn der Sache. Ich finde, wenn ein Plan da ist, dann sollte klar sein, dass der auch eingehalten wird. Und deswegen dachte ich mir, okay, nimmst den vielleicht ganz raus. Hat dann natürlich den Nachteil, dass man überhaupt nicht mehr weiß, wann was kommt und man das auch nicht mehr nachvollziehen kann. Sprich, wenn man jetzt irgendwie ein bestimmtes Projekt gerne schaut und einen die anderen nicht so interessieren, weiß man nicht mehr, ja, wann kommt denn die nächste Folge von dem Let's Play, was ich gerade schaue. So, das fand ich auch doof. Und deswegen habe ich mir jetzt eine Zwischenlösung überlegt. Und zwar, dass ich immer einen Plan mache für die darauf folgende Woche. Ich hatte ja jetzt immer einen Plan gemacht, der dann ein paar Wochen irgendwie Bestand hatte, den ich dann versucht habe, einfach einzuhalten. Und dass ich das in Zukunft so mache, dass ich wahrscheinlich immer sonntags den neuen Plan für die kommende Woche quasi vorstelle. Also dass ich jede Woche einen neuen Plan mache, immer sonntags, damit ihr wisst, wie die folgende Woche dann videomäßig und Veröffentlichungs- und Upload-zeitmäßig irgendwie aussieht. Das heißt, es kann natürlich passieren, dass weniger Videos in der Woche kommen. Es kann aber auch eben sein, dass zum Beispiel von dem Projekt, ja, was der Einzelne jetzt vielleicht gerade schaut, in der Woche dann aber vielleicht mal statt nur ein oder zwei, vielleicht auch mal, ja, eben bis zu 7 Videos kommen. Ja. So, das hat auf der einen Seite Nachteile, auf der anderen Seite kann es aber auch Vorteile haben. Und die Sache ist, ich kann jetzt immer schauen, auf was habe ich wirklich Lust. Dann gucke ich mir am Sonntag an, was ich in die Woche geschafft habe bezüglich Aufnahmen und kann dann sagen, was ich in der Woche alles veröffentliche und kann mich eben auch dementsprechend ohne Probleme an die Zeiten halten. So, wenn jetzt mal eine Woche dabei ist, wo ich krank bin, dann ist das halt eben so, dann ist der neue Plan dann für die nächste Woche vielleicht mal irgendwie ja, relativ leer und vielleicht gibt es ja nur ein Video oder vielleicht auch mal keins. Ja, das möchte ich natürlich irgendwie vermeiden, aber so habe ich dann eben ja, so ein bisschen mehr Freiheiten und ich kann einfach spontaner so ein bisschen sein. Ich glaube, das ist ein bisschen angenehmer für mich und ihr habt halt trotzdem immer noch die Möglichkeit zu wissen,
in der Woche, was jetzt so kommt. Ja, toll, da bin ich wieder ganz unten. Herzlichen Glückwunsch. Dieses Spiel. Ja, das so da zu dieser Idee. Denn ich hatte jetzt auch in den letzten Wochen das Gefühl, dass ich, oder was heißt das Gefühl, es war, wirklich Fakt, dass ich überhaupt nicht mehr richtig auch zum Streamen gekommen bin, was ich sehr, sehr gerne mache eigentlich. Also ich finde Twitch eine tolle Sache und ich würde das da auch gerne weiter, ja, ein bisschen weiter vorantreiben. Und das macht mir halt einfach auch unglaublich viel Spaß. Und das fand ich ein bisschen schade, dass ich dazu nicht mehr gekommen bin, weil ja auch die Zeiten, die ich eben dann zur Verfügung hatte, dann damit auch beschäftigt war, hier für YouTube immer den Plan irgendwie einzuhalten. Und das ist irgendwie auf Dauer auch nicht wirklich Sinn der Sache. So. Also. Zusammenfassen. Wahrscheinlich weniger Videos. Jede Woche einen neuen Plan. Und an den kann ich mich dann eben auch halten. Und ich produziere immer eine Woche im Voraus. So, das ist die Sache. Dazu könnt ihr ja mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr das so seht, ob ihr das gut findet oder nicht so gut. Und wenn nicht so gut, was ihr denn lieber haben wollen würdet. So, das würde mich interessieren, wenn es da Leute gibt. So, jetzt ist mir natürlich auch bewusst, dass in der letzten Zeit hier auf YouTube die Frequenz auch von den Zuschauern, von der View-Zahl und so, auch sehr in den Keller gegangen ist. Das möchte ich jetzt gar nicht, da möchte ich jetzt gar nicht irgendwie hier irgendwie nach Gründen suchen, sondern ich nehme es jetzt einfach mal so hin. Und ja, aber wenn es dann doch den einen oder anderen gibt, der jetzt irgendwie sagt, nee, so und so und so, ich hätte das lieber anders, als du das jetzt vorhast, dann bitte schreibt es so. Genauso eben, wenn ihr auch sagt, nee, das ist eine super Idee, macht das genauso. Bitte auch schreiben, damit ich da so vielleicht ein bisschen Feedback habe. Gut, dann für diejenigen, die jetzt vielleicht sagen, okay, ich habe jetzt auf YouTube irgendwie in letzter Zeit auch nicht immer so das Projekt gefunden, was mir gefällt. Also ich habe, ne, das könnte ja zum Beispiel mal ein Grund sein, warum View-Zahlen runtergehen, dass vielleicht einfach, dass es ein bisschen an den Projekten liegt, die ich gerade mache. Da möchte ich euch jetzt einfach mal die Möglichkeit geben, schaut doch bitte bei mir auf dem Twitch-Kanal vorbei, denn da spiele ich logischerweise andere Spiele als die Spiele, die ich hier als auf YouTube irgendwie als Projekt habe. Ja, also wie zum Beispiel hier Getting Over It, das, was ich da gerade irgendwie versuche. Also man kann es, glaube ich, nicht Spielen nennen, sondern eher Frustrationsklettern, aber gut. Sowas habe ich zum Beispiel gestern mal eben aus Spaß so zwischendurch gespielt. Es gibt dann eben aber auch andere Spiele wie PlayerUnknown's Battlegrounds, Destiny und Dead by Daylight. Auch allen so möglichen Quatsch, also wirklich querbunt durch die Wand. Das heißt, wer auf YouTube nichts findet auf meinem Kanal, wer wird vielleicht auf Twitch glücklicher. Das wollte ich einfach nur nochmal so loswerden. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich gucke da vorbei, aber ja, doof, Griegel ist gerade nicht online. Haha, da gibt es dann nämlich jetzt auch eine neue Sache. Und zwar habe ich mit ein paar anderen Streamern auf Twitch eine Art, ja, Streamgruppe gebildet. Und wir, das steckt jetzt noch in die Kinderschuhen, aber wir haben uns jetzt erst einmal für den Anfang eine kostenlose Website erstellt, auf der wir ja, alle möglichen Dinge so veröffentlichen, die so über uns sind, über die Kanäle, über die Projekte und ja, wie gesagt, wir haben da ein paar, ja, herzlichen Glückwunsch, das war ein super Move. Ja, wir haben da so ein paar Ideen eben, die wir zusammentragen und das, ja, findet man alles auf der Website, die ich natürlich auch verlinke unten. Könnt ihr mal reinschauen. Ja, wundert euch nicht wegen dem Namen, das liegt eben daran, dass die Website kostenlos ist. Aber da findet ihr uns zum Beispiel auch unter anderem eine Auflistung von all den Spielen, die ich momentan auf Twitch am Spielen bin. Und ja, das sind sogar noch mal ein paar mehr als nur als auf YouTube. Das heißt, für die, die es interessiert, schaut bitte dort vorbei. Gut, damit ich nicht weiter lange quatsche, das Video ist, denke ich, lang genug. Wünsche ich euch auf jeden Fall noch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter ins neue Jahr gekommen und bleibt das dann auch im Verlauf dieses Jahres. Ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr ein erfolgreiches 2018 erlebt und ja, vielleicht sehen wir uns hier und da entweder auf YouTube oder eben auf Twitch. Da würde ich mich freuen. Und bis dahin, bleibt grün, schreibt eure Meinung und macht's gut. Ciao, ciao.